Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind bei Pongquest und ich habe einen Heilungsball freigeschaltet. Das ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Du siehst wie ein Paddle mit fantastischem Richtungssinn aus. Ich befürchte, ich bin ein wenig verwirrt. Könntest du mir jeden Raum auf dieser Karte erkunden? Ich habe eine Belohnung für dich, wenn du es gut machst. Okay, also alles überall mal rein. Das sollte ich hinkriegen. Muss ich ja auch nicht kämpfen. Rip. Ja. Ich kann nicht ausweichen. Ja, Schleimi kann ich auch ausweichen. Ah, der Geldsack möchte kämpfen. Das kann ich besser. So, bis jetzt ist Geldsack hat ernsthafte Probleme. Und ist jetzt tot. Aha. Hier kann ich was freischalten. Also, ein Abrissball. Den Höhlenmensch spart. Komm. Kaufen wir. Ja. Da ist wieder so ein Warp. Das ist das Superpuzzle, ne? Ja, das kennen wir. Das war's, glaube ich, oder? Ja, ich bin so gut. Puzzle-Gott. Du willst nur mit mir reden? Der Plünderball und der Blasenball ermöglichen es dem Gegner... Moment, jetzt muss ich mal was machen. Bleib mal hier. Hilfe. Ermöglichen es einem Gegner, deine Gegenstände zu stehlen. Pass also auf. Aha. Okay. Gut, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt ein Mörder-Tipp war. Ja, ach, ich renne natürlich da rein, weil ich ein Hornochse bin, aber... Egal, wir haben das gerade geschafft, wir schaffen das nochmal. Ich weiß gar nicht, habe ich den Heilungsball liegen lassen? Ich würde es mir zutrauen. Aber im Augenblick, also die Runde sieht doch sehr gut aus, würde ich sagen. Also da sollten wir doch Stage 4 erreichen können. Sehen wir tatsächlich heute mal was Neues. So, zack. Also das kann ich. Breakout kann er. Raum. Eine Riesentour und noch was? Ey. So. Uah. Da ist noch einer. Oh, die Stage ist groß. Ah. Da muss ich dir aufs Maul hauen, weil ich brauche einen Schlüssel. Komm mal her, mein junger Freund. Ah, ist da hier nicht unbedingt der Tag des Polizisten? Ich merke das schon. Das war nicht gut.
Das sollte passen. Danke. So. Okay, habe ich abgerundet. Okay. Aber im Augenblick würde ich auch sagen, brauche ich den Heilball tatsächlich mal nicht. Jetzt könnte man sagen, hey. Wer weiß, was gleich noch kommt, aber... Wie gesagt, ich hätte den Shop vergessen. Oh, da ist noch einer. Ziegelmauer Schals muss ihm auch noch einen Schlüssel geben. Na gut, machen wir das mal. So. Und, mein junger Freund? Ich mache mir gerade selbst ein Handicap, wie ich merke. So, jetzt ist doch schon fast ausgeglichen. Das hast du davon. So, yes! So. Das ist aber eine Riesenstage, kann das sein? So, haben wir. So, komm, geh doch mal schön da lang. Ja, Herr Schutzmann. So, wieder Senso. Ja, genau, Senso. Machen wir. Kriegen wir hin. So. Haben wir. So, dafür haben wir jetzt alles abgeräumt. So, du musst doch eigentlich mich toll finden. Ja. So, ihr sagtet, das habe ich im Shop irgendwas vergessen. Der war hier irgendwo oder so, ne? Können aber auf jeden Fall gleich. Sieht nicht so aus, dass ich den da vergessen habe. Egal, wir schaffen das auch so. So, war da jetzt Level? Ich habe doch gerade das Levelende gesehen. Fertig. Aber jetzt ein Knick in der Optik? Da ist das Exit. So. Danke, dass du den Kerker für mich erkundet hast, mein Freund. Immer gerne. So. So. Level 4. Was haben wir denn da Schönes? Da ist irgendwas was angezeigt. Ah! Das ist die Boss-Tür. Zelda lässt grüßen. Okay. Also. Da ist der Pong-Boss. Der Böse. So. Da ist nix. Nein! Jetzt gegen eine Vampirfledermaus antreten. Das ist ja unglaublich. Alter! Und der kann jetzt tatsächlich auch irgendwie... Ja. Tatsächlich. Wenn der das berührt, dann klaut er mir dementsprechend... Oh, dafür habe ich den Saugball gekriegt. Das zackt ja mal.
Okay, Witze kann er nicht. Den Sicherheitshelm, ja sicher. Ohne Sicherheitshelm gehe ich nie nach Hause. So. Die Frage ist gerade, wie kommt... Ach da, du bist das, ne? Ja, tut mir leid, dann gibt's jetzt einen aufs Maul. Also, was hast du davon, dass du der Schlüsselmeister bist? So, her mit dem Schlüssel. Super. Boss-Schlüssel. Cool. Nein! Ziegelmauer Frank, dich wollte ich doch gar nicht. Spielst dich immer so in den Vordergrund. Doch den Boss-Key, mach doch keinen Scheiß. Ich vermassel das bestimmt schon wieder, ich kenne mich. Sein trauriger Blick wird ihm nicht helfen. Auf Wiedersehen. Verloren. So. Was haben wir da unten? Erzählst du mir was? Der König hat mir ins Gefängnis geworfen, nur weil ich gesagt hätte, dass seine Klamotten ein bisschen altmodisch sind. Ich hätte dich auch reingeworfen. Leon. Lass das doch. Ziegelmauer ist eine gute Erfindung. Und jetzt ist er sogar tot. Das ging schnell. So, dann gucken wir uns noch mal den Boss an. Krieg ich wahrscheinlich super aufs Maul. Okay. Wer wagt es, mich in meiner Zelle zu zerstören? Stören? Ein Räderinkel des Königs? Ich war einmal wie du, bis der König mich für immer hinter Schloss und Riegel brachte. Ich war unter der unumstrittene Champion in Pong, ein echter Held. Dann beschuldigte mich der König zu schummeln. Ich schlug ihn in einem Schaukampf und er verurteilte mich zu lebenslänglich in diesem Loch. Mit der Macht dieser Kugel, die ich gefunden habe, kann ich jetzt endlich hier raus. Knacki greift an. Was? 150? Ja, sicher. Ja, sicher. Ne, ist klar. Ist klar. Hab ich null Chance in der Hölle, ey. Okay, das ist fast... Oh. Der kriegt super Schaden. Wie geil ist das denn? Und ich habe Narben freigeschaltet. Auch da bin ich sehr stolz drauf. Autsch, selbst mit der Macht der Kugel konnte ich dich nicht schlagen. Danke, dass du mir zeigtest, wie es ist, einmal wieder einen echten Spielpong anzutreten. Hier, nimm die Kugel, vielleicht sehen wir uns ja wieder. Du hast die Opalkugel erhalten. Okay, nächster Level. Oh, junges Panel, ich bin ziemlich überrascht, dich wiederzusehen, wenn ich ehrlich bin. Ich war mir ziemlich sicher, dass diese Gefangenen dich zum Moos verarbeiten würden. So, Buxelot, behalt euch und kündigt die
Beerdigungsfeier, die ich heute Morgen veranlasst hatte. Ja, euer Horat. Jetzt ist es Zeit für die nächste Mission. Folge mir! Im Krabbelwald. Hinter dieser Tür liegt ein saftgrüner Wald voller Leben. Die smaragdgrüne Kugel, die einst in dieser Lobby war, strahlt eine Energie aus, die Pflanzen wild und ungenährt wachsen lässt, höchstwahrscheinlich. Ich habe ein Team der besten Wissenschaftler in das Labor hinter dieser Kugel geschickt, um Experimente an dieser Kugel zu führen. Nun ja, sie sind niemals zurückgekommen. Viele lässige Käfer kamen unter der Tür hindurch. Da beschlossen wir, alles abzudichten und die Wissenschaftler gleich mit. Sie wollten wohl ohnehin nicht zurückkehren. Wenn du dazu bereit bist, kannst du hineingehen und diese Kugel für mich herausholen. Machen wir! Genau, der Kokiri-Wald. Listen! Listen! Paddle! Listen! Paddle! Listen! Ja, dann würde ich sagen, ich guck mal kurz auf den Tacho, aber ich glaube, dann bietet sich das gut an. Ja, ist ein bisschen eine kürzere Folge, aber das muss auch mal sein. Dann würde ich sagen, setze ich hier einen Cut und dann sehen wir uns jetzt gleich im Kokiri-Wald wieder. Ich bin euer Mr. Wendermann, wenn der Spaß hat. Abonnieren! Und mit dem Paddle auf irgendwas einschlagen.